und viele davon sind jede Woche wieder ganz besonders scharf auf die Fotogeschichten. Da gibt es die Foto-Love-Story und den Bilderroman mit Prominenten. Da ziehen sich Herz-Schmerz-Geschichten oder auch richtig spannende Erzählungen über viele Seiten. Ein Foto neben dem anderen und überall Sprechblasen. Wie wird eine solche Fotostory produziert? Frank Fassner und Frank Biernert haben die prominenten und weniger bekannten Hauptdarsteller beobachtet. Irgendwie kann sie es immer noch nicht fassen. Birgit, 16 Jahre alt, Schülerin aus Bayern. Sie liest die Bravo und sie ist ein Star darin. Von allen Bewerberinnen wurde Birgit ausgesucht für eine Fotostory mit ihrer Lieblingsband Caught in the Act. Ja, Wahnsinn. Also es war echt ein tolles Gefühl. Es war super. Wo ich die dann so gesehen habe, normal immer nur im Fernsehen und Poster und so. Also es war echt geil. Birgit ihren Idolen ganz nah. Noch heute träumt die 16-Jährige von dem aufregendsten Tag in ihrem Leben. Dass sie ihre Startruppe einmal so persönlich und direkt treffen würde, hatte sie nie zu hoffen gewagt. Erinnerungen an die Band, die Millionen pubertierender Teenager in ganz Europa begeistert. Bei den Gedanken an das Fotoshooting mit Caught in the Act kriegt Birgit immer noch weiche Knie. Hier fing alles an. Die Fotoagentur der Bravo-Redaktion. Für die beliebten Bildergeschichten mit Sprechblasen suchten die Macher eine Leserin, die mit Caught in the Act vor der Kamera steht. Wichtig ist halt, dass wir Typen haben. Typen sind immer wichtig, also Leute mit Ausstrahlung. Natürlich gibt es auch körperliche Merkmale, zum Beispiel große Augen. Jemand, der große Augen hat, kann viel leichter schauspielen als jemand mit kleinen Augen. Also auf solche Sachen muss man halt achten. Und was jemand für eine Ausstellung hat. Die Redaktion brauchte für die Love Story eine burschikose Leserin und startete einen Aufruf. Die Idee, ein Mädchen soll sich als Junge verkleidet unter die Band mischen, als Roadie. Körbeweise Post von Teenagern trudelte ein. Nur einige wurden zum Casting eingeladen. Birgit aus Fürstenfeldbruck kommt in die letzte Runde. Sie gefällt den Machern. Doch endgültig entscheiden möchte sich der Fotograf erst nach einem professionellen Shooting. Birgit ist nervös, doch schnell gewöhnt sie sich an die Studioatmosphäre. Die Maske. Hier gibt es ein professionelles Make-up, genauso wie bei den richtigen Fotomodellen. Jetzt zeigt sich, ob Birgit genug Ausstrahlung hat. Und sie überzeugt. Denn die Schülerin bringt genau die Mimik, die der Fotograf von ihr verlangt. Ganz traurige Situation. Es geht noch ein bisschen mehr. Ja, es ist schön. Es waren ja hunderte von Mädchen, die die Rolle haben wollten. Und ich habe das nie gedacht. Also hätte nie gedacht, dass ich so viel Glück habe, dass ich das schaffe. Birgit hat es geschafft. Der große Tag war da. Sie fliegt mit dem Team nach Südafrika. Denn hier wird die Foto-Love-Story ins Bild gesetzt. Ort des Shootings, das weltberühmte Palace Hotel. Dann traf sie endlich auf ihre Lieblinge, Caught in the Act. Die Band und die Schülerinnen freunden sich sogar an. Für die Fotoarbeiten spielt Birgit den perfekten Jungen, der sich als Roadie an die Gruppe heranmacht. Nicht nur mit ihren Idolen hatte sie Spaß, auch die Kameraarbeit fand sie aufregend. Am Anfang wusste ich nie, weil man muss auf den Fotos immer den Mund offen haben. Man muss also praktisch immer reden. Und ja, es war total komisch für mich, aber jetzt mache ich einfach den Mund auf und zu und irgendwelche Gestik, Mimik, irgendwas. Dann geht es ganz gut, ist auch ganz lustig so. Die Popsänger sind schon Profis in Sachen Fotostory, wissen, was die Fotografen wollen. Birgit fühlt sich wohl und Caught in the Act ist ganz begeistert von ihr. You're too late. Okay. Sie war absolut Profi auch. Oh, so. Aber weil ich gesagt habe, sie lacht sehr schnell. Und sie darf nicht lachen in diese Rolle, so, es ist sehr schwierig. Aber sie macht es wirklich schön. Und es ist auch wirklich schön, um miteinander zu arbeiten, weil sie sehr relaxed ist und sie ist sehr nett. So, das ist schön. Zurück in Deutschland. Ganz sorgfältig werden die einzelnen Fotos ausgewertet. Akribisch wird jedes Bild für die Story gewählt. Für die Redaktion ist es eine nette und gute Geschichte. Für Birgit ist das Treffen mit den Jungs von Caught in the Act ein unvergessliches Erlebnis. Einmal war sie ganz nah mit Benjamin, Bastian, Eloy und Lee zusammen. Ein Tag, um den sie Millionen von Teenagern beneiden.